der deutsch-französische Politiker Daniel Cohn-Bendit kurz vor der Europawahl am Sonntag. Später hören wir mehr von ihm. Europa. Innerhalb der EU-Staaten ist die Skepsis gegenüber dem Kontinent als Gemeinschaftsprojekt gewachsen. Da zeigt er sich fragil. Außerhalb Europas aber verheißt er nach wie vor Sicherheit, Schutz. Zum Beispiel für homosexuelle Flüchtlinge, die in ihren Heimatländern nicht nur ausgestoßen, sondern mit dem Tod bedroht werden. Doch auch in Europa, in Deutschland, haben sie es extrem schwer, wie Ursula Bayer bei zwei persönlichen Begegnungen erfahren hat. Flüchtlinge, Geflüchtete. Wann, wie viele und wie lange sie in der EU aufgenommen werden sollen, darüber gibt es seit knapp 4 Jahren, seit Merkels Wir schaffen das, heftigste Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten. Eine Einigung nicht in Sicht. Das schafft große Verunsicherung, was die Zukunft der EU betrifft. Und auch in anderen Punkten herrscht Dissens. Am Sonntag sind wir alle aufgerufen, unsere Stimmen bei der EU-Wahl abzugeben. Und egal, welches Kreuz wir machen, die Kernfrage ist ja erstmal, glauben wir an Europa? Daran, dass wir Europäer uns bei allen überhaupt nicht in Frage zu stellenden Unterschieden immer näher kommen, statt uns wieder gegeneinander abzugrenzen. Simon Broll. Um 19.20 Uhr morgen erfahren Sie hier in Dreisat mehr über die Besonderheiten aus Cannes in einem Kulturzeit-Extra. Filmfestspiele Cannes 2019, kurz vor Bekanntgabe der Palmengewinner. Ja, so sieht meine Unterschrift aus. Nicht so ganz leserlich, aber natürlich wahnsinnig künstlerisch und individuell, bilde ich mir ein. Ja, was sagen Unterschriften über Persönlichkeiten aus? Hier die Tipps von Gudrun Bold. Morgen also feiert die Wiener Staatsoper ihren 150. Geburtstag und am Sonntag gibt es ein Jubiläumskonzert, das das Radio live überträgt um 20.30 Uhr in ORF 3. Außerdem zeigt ORF 2 heute die lange Nacht der Wiener Staatsoper mit Highlights aus der Fernseh-Operngeschichte. Mehr davon sehen Sie dann nächste Woche in Kulturzeit. Der Literaturnobelpreis ist eigentlich eine feste Größe im Jahr, durch den Skandal der schwedischen Akademie aber in große Schwierigkeiten geraten. Vergangenes Jahr fiel er daher einfach aus. Nun hat die schwedische Literatin Katarina Frostenson, ehemals Mitglied der Akademie und selbst verwickelt in die Affäre, einen Schlüsselroman über die Hintergründe geschrieben. Da ist die Neugier natürlich groß, auch bei Britta Zekorn. Vorhin haben wir die deutsche Autorin Nora Bosson zu Europa gehört, zur bevorstehenden EU-Wahl, davor den deutsch-französischen Politiker Daniel Cohn-Bendit und jetzt Marlene Strerowitz, eine der wichtigsten Schriftstellerinnen Österreichs. Auch sie beobachtet mit großer Aufmerksamkeit das politische Tagesgeschehen, hat es sogar eingeflochten in ihren neuen Roman, speziell das, was ÖVP und FPÖ seit der gemeinsamen Regierungsübernahme in Österreich fabriziert haben. Fast wie verabredet ist diese Koalition nur wenige Tage vor Erscheinen des Buches geplatzt und nun spekulieren alle, was das für einen Einfluss hat auf die EU-Wahl. Alice Pitzner hat Marlene Strerowitz in Wien getroffen und mit ihr die Krise der österreichischen Politik bearbeitet, deren Protagonisten sich so eingeschossen hatten auf die ganz eigene Flüchtlingspolitik. Zur Krise der Gegenwart gehört auch, dass täglich auf der ganzen Welt Kinder Opfer von Konflikten und von Kriegen werden, sterben. Daran sollen diese verlassenen Kinderschuhe erinnern, bundesweit auf zentralen Plätzen vieler großer deutscher Städte wie Berlin, Frankfurt oder München hat das Bündnis Gemeinsam für Afrika diese Schuhe symbolisch aufgestellt. Kinderrechte zu stärken, das ist auch in Deutschland Thema. Sie sollen im Grundgesetz verankert werden. Das ist eine Forderung, für die sich immer mehr Stimmen stark machen, gerade jetzt zum 70. Geburtstag. Auch wir feiern dieses Jubiläum mit unserer Reihe zu unseren Grundrechten. Heute geht es um das Recht auf Asyl, das schon zu Beginn der Sendung Thema war. Viola Löffler hat unterschiedliche Meinungen dazu eingeholt, wie dieser Artikel in der Realität überhaupt umgesetzt wird. Das Heimatland ist ihre Mutter und Samila Nouri vermisst diese Mutter. Das Ausleben von Grundrechten hat immer mehrere Seiten. Welche Grundrechte sind am wichtigsten? Antworten dazu finden Sie unter dem Hashtag Unsere Freiheit. Da fasst das ZDF zwei große Jubiläen zusammen, 70 Jahre Grundgesetz und 30 Jahre Mauerfall. Bis zum 9. November gibt es dort eine große Vielfalt an Beiträgen zu Demokratie und Freiheit. Und jetzt am Schluss ein weiteres Plädoyer für Europa. An dem Tag, an dem die britische Premier May nach dem Brexit-Chaos ihr Scheitern eingestanden und ihren Rücktritt für den 7. Juni angekündigt hat,
Jetzt singenderweise das Statement von Jan Böhmermann zur EU. Nächste Woche moderiert hier meine Kollegin Nina Brunner. Und ich sage bis bald.